So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Part Isaac Repentance. Nur damit ihr euch wieder orientieren könnt. Heute kam gerade Folge 72 raus. Das heißt, ich bin jetzt 10 Folgen voraus, weil das ist jetzt Folge 82. Okay, es wird mehr als weniger. Ja, aber ich schaff's zum Beispiel auch gar nicht, einen Tag ohne Isaac-Aufnahme. So, ich muss Isaac aufnehmen. Ich würde jetzt mit Jakob und Iso mal gerne losziehen und einfach gucken, wohin es uns verschlägt. Wir haben die Möglichkeit, zu Mother zu gehen. Wir haben die Möglichkeit, zu Delirium zu gehen. Wir haben die Möglichkeit, zu Hush zu gehen. Das allerdings eher nicht, weil dafür muss ich sehr schnell sein. Das wird wohl eher nicht funktionieren. Und wir haben die Möglichkeit, klar, Tainted freizuschalten. Und theoretisch dann sogar im Umkehrschluss zu Beast noch zu kommen. Aber ja, wir gucken einfach mal, wohin es uns verschlägt. Einfach mal ein bisschen mit den Charakteren auch spielen. Die sind ja so verhasst, ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich weiß ich es gleich. So, wir haben gelernt, wir legen beide eine Bombe. Ja gut, aber hier ist jetzt, naja, hier ist jetzt relativ egal, wo wir die Bombe legen, to be honest. Das ist jetzt so, vielleicht legen wir wirklich nur zwei Bomben, dass wir da jetzt nicht uns irgendwie gegenseitig sprengen. So. Weil an sich sind die schon cool, wenn man ein bisschen aufpasst, dass die nicht so sehr getrennt werden, so dann haben die schon eine interessante Sache. So, man schießt halt doppelt und alles, ne? Also was heißt, man schießt doppelt, man hat halt zwei Schüsse. Ich weiß jetzt nicht, ob die Gegner automatisch auch mehr werden, wenn man mit Jakob und Iso spielt. Habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. Aber es wäre... Alter Wurm. Mach nicht sowas mit mir. Okay, hier ist nichts weiter. Boss ist ein bisschen bald. Wir wollen erst den Itemraum. Und was ich natürlich mit Jakob und Iso machen muss, ist die Zusatzebenen abzulaufen. Also sowas wie Downpour, ne? Weil dort die Itemräume immer zwei Items enthalten. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Die setze ich jetzt. Okay. So. So setze ich jetzt. Gut. Oh, das ist jetzt auch interessant. Wir haben jetzt eine XL-Ebene. Das ist jetzt interessant. Weil, wenn wir dann noch nach Downpour gehen, haben wir dann nicht sogar... Ah, weiß ich gar nicht. Wo landen wir dann? Landen wir dann in Downpour 2 oder in Downpour 1? Weiß ich gerade gar nicht. Werden wir sehen. Ich bin mal gespannt, wohin uns das so führt. Oha. Okay, sobald wir eine Bombe haben, wird hier die Bude gesprengt. Aber so richtig. Da ist schon mal ein Shop. Da waren die... Lauf doch nicht da rein, Junge. Wo schießen die eigentlich hin, wenn ich mich jetzt so ein bisschen aufteile? Schießen die einfach auf beide oder schießen die immer nur auf einen? Okay, so viel dazu. Bombe.
irgendwas gedroppt? War nichts gedroppt. Wir finden schon wieder als erstes den Bossraum. Das ist doch bescheuert. Und das ist jetzt so ein langer... Oh, das ist jetzt ein richtig nerviger Raum. Weil der einfach gefühlt 3 Jahre dauert, bis wir da durch sind. So treffe ich den. What the heck? Wow, wieso treffe ich den denn teilweise überhaupt nicht? Wo prallen denn meine Tränen da ab gegen den? Was soll das denn? Ja. Bei dich treffe ich. Der da unten ist auch kritisch. Komme ich da irgendwie ran? Nee. Okay. Da ist auch wieder nochmal ein blauer. Okay, also wir haben richtig viele blaue Steine. Ach, geh. Furchtbar. Okay. Aber auch das hat ja nichts mit den Charakteren zu tun. So, das hätte mir ja in einem anderen Modus genauso passieren können. Auch kein Itemraum in der Nähe. Also ich werde ihn ran wie vermutlich resetten, ne? Aber wir gucken natürlich erstmal die Räume durch. Nichts Spannendes. Entschuldigung. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's sehr interessant. Oh, ist das interessant. Jetzt holen wir uns erstmal den Martyr. Den kann aber... Ja, okay. Ist jetzt wieder die Frage, wer den dann trägt. Tragen die dann beide... Also haben dann beide den Effekt oder nur einer? Gib ihn mal Isso. Ja, das war Jakob. Meinte ich auch im Übrigen, aber ist sehr wurscht. Wait, war der noch eine Bombe eigentlich gewesen? Ja, scheiße, ich habe auf die Bombe nicht geachtet. Egal. So, wir sprengen jetzt mal hier. Und zwar so. Ja. Du hier. Ich hier, zwecks möglicher Geheimraum. Treffer versenkt. So, die kriegt er beide. Und wir holen uns hier die Münzen. Und dann können wir uns die andere Bombe nämlich holen. Okay. Damit ist Jakob erstmal ausgedient, was Herzen angeht. Damit hat Jakob erstmal böse ausgedient. Sehr gut. Shop wollte ich. So, also hier ist der Stein. Ne, wo? Da ist der Stein. Ist woanders noch ein Stein, ist jetzt die Frage. Ist woanders noch etwas, was sinnvoll wäre zu sprengen? Wir könnten hier wegen Geheimraum gucken. Sehe ich noch einen anderen Stein, der sinnvoll wäre zu... Oh, wir könnten aber auch hier wegen Geheimraum... Okay, das würde der... Okay, das macht aber die eine Bombe gleich mit, automatisch. Das heißt, wir schicken jetzt ihn hier rein... Dann sprengt er hier. Und wie weit ist die Reichweite? Wie weit kann der laufen? Der kann wirklich bis dahin laufen.
Ha! Es hat einfach funktioniert. Hier unten zwar nicht, aber da oben. Okay. Hier können wir uns aufladen, falls wir viel getroffen werden. Gut. Jetzt haben wir sogar wieder zwei Bomben. Interesting, interesting. Geheimräume haben wir beide gefunden, müssen wir nicht mehr suchen. Ist hier noch irgendwo ein blauer Stein gewesen? Weil man kann ja wirklich viel mit denen sprengen, ne? Also das ist schon nicht schlecht. Gut, hier war auch nichts weiter. Dann suchen wir jetzt natürlich noch die beiden Itemräume. Es sind ja sogar zwei. Okay, da ist Nummer 1. Please don't get hitted. Okay. Das dürfte völlig egal sein, wem ich das gebe. Das lädt sich ja so oder so einfach auf. Boing. Und da ist der zweite Itemraum. Mit irgendeinem D-Viech. Oha. Oha. Okay. Oh, okay. Der Store Key. Nice Geschichte. So, nimmt jetzt mal er hier mit. Was macht der D7? Ich gucke den D7 kurz nach. Will we start the current room and bring back all enemies once again, enabling you to farm rewards that spawn at the end after beating the room? Ah. Reroll Rewards sozusagen. Okay. I see. Interesting. Wenn wir also einen Raum haben, wo wir schöne Sachen bekommen haben durch die Belohnung, können wir das rerollen und nochmal machen. Okay. Aber vermutlich funktioniert... Okay, ich muss es testen. Wenn ich es jetzt hier einsetze, aber ich meine, den Raum haben wir schon vor langer Zeit gemacht. Aber funktioniert das jetzt hier? Nein. Okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Ja, okay. Also wann muss ich den einsetzen? Wie setze ich den ein? When used, will restart the current room and bring back all enemies once again. Restart the current room. Also den Raum hat er nicht neu gestartet, aber wahrscheinlich muss es wirklich der aktuellste Raum sein. Ha. Na gut, wie auch immer. Für Bosskämpfe jedenfalls dann nicht relevant. Schauen wir mal, wie der Bosskampf läuft. Das war doch schon mal gut. So, wer kriegt den Cube? Den Cube kriegt jetzt erstmal er hier. Weil er hat die wenigeren Herzen, er muss im Moment eher geschützt werden. Gut, nächster Boss. Nein, ärgerlich. Ich wollte gerade sagen, wir kommen hier durch, ohne Schaden zu nehmen, aber dann haben wir doch nochmal Schaden gefressen.
Na ja, gut, es ist leider so. So, das kriegt Jakob. Gut, wir haben den Schlüssel für hier. Insofern Abflug nach Downpour. So, vorhin war diese Pille Health Down. Das ist jetzt natürlich nicht mehr. Wir gucken mal, was passiert. Range up, okay. Und hier haben wir The High Priestess. Okay, wenn ich jetzt sage, ich resette diesen Raum. Ah ja, dann kommt der Gegner also wieder und kriegen wir auch die Belohnungen wieder. Ah, wir kriegen eine andere Belohnung dann. Okay, ich dachte, es sind dann die gleichen Belohnungen. Aber es war jetzt ja auch kein Champion-Gegner mehr, ne? Okay, ich glaube, ich verstehe, wie das funktioniert. Er resettet die Gegner, nicht den Raum an sich. Also wenn da ein blauer Stein ist, ist da nicht nochmal ein blauer Stein. Okay. Ich denke, das haben wir soweit verstanden. Sonst hätte ich jetzt nämlich zweimal High Priestess. Gut, Shop kommen wir gratis rein. Sehr gut. Münzentechnisch ist es im Moment zwar egal. Nicht so dramatisch wichtig. Aber gut. Wichtig wäre jetzt Itemraum finden. Wait, wo sind wir? Ah, wir sind schon in Downpour 2. Das ergibt Sinn, weil wir ja gerade eine XL-Ebene hatten. Dann ist das sogar eigentlich... Igitt! Dann ist das sogar eigentlich ein bisschen... Ah, Mist. Dann ist das sogar eigentlich ein bisschen ärgerlich. Weil wir auf die Art und Weise... Ach komm, ernsthaft? Weil wir auf die Art und Weise jetzt nicht zweimal den Zweier-Item-Raum bekommen. Aber gut, es ist so, wie es ist. Oh Gott, die kleinen Drecksviecher. Oh, der hat gut rasiert. Aha. Wie komme ich da ran? Gar nicht. Ja, cool. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ich sehe nix. Danke, Spiel. Das war ja nicht so gut. Wir könnten gleich in den Boss reingehen und auf den Deal hoffen, dass der sich auslöst. Aber ich glaube, das ist ein Boss, der mich ziemlich machen wird, deswegen. Oder ich habe jetzt. Ich weiß, ob ich hier zu weit daneben war, aber naja. Es war halt einfach so, ach, hier geht's nicht weiter. Oh, der hat eine Truhe gespawnt. Jetzt müssen wir das wieder testen gleich. Spawnt der jetzt wieder eine Truhe, wenn ich das nochmal resette hier? Ne, jetzt gibt's einen Schlüssel. Okay, also, aber man kann sozusagen einfache Räume, bei einfachen Räumen sollte man das anwenden, weil man dann zwei Belohnungen kriegt. Okay, jetzt können wir den Schlüssel für die Truhe nutzen. Und haben zum Glück nichts verloren. So, wir haben aber noch nicht den Itemraum gefunden. Und den Spiegelraum haben wir auch noch nicht gefunden. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt auf das Messer jetzt gehen soll. Bin da sehr skeptisch. Muss ich gestehen. Okay, ist so immer der Pillentester. Ah ja. Da könnten wir das sogar umsonst hier rein. Wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre, dann hätten wir da reingekonnt. Ja, dann ja, so nicht. Das war dumm. Das war's. Wir haben Haralas.
Ah ja. Lustig wäre es jetzt gewesen, wenn er einfach den Spiegel zerbrechen kann. Hätte sehr gelacht. Nicht. Das ist nichts, was ich resetten möchte. Die möchte ich nicht nochmal haben, die Finger. Das reicht mir so. Gib mir die Bombe. Und dann haben wir hier Shop. Und Itemraum. Ja, was immer es ist, wir nehmen natürlich beides mit. It! Oh Gott, ich hasse das, wenn die aus dem Wasser kommen. Oh mein Gott. Alles klar. So, wir positionieren uns passend. Die Frage ist, wer kriegt was? Jakob kriegt mal das, was wir sehen. Das ist eigentlich wurscht, ne? Aber so. Und Iso kriegt das andere. Oh, die Magic Fingers. Na gut. Jetzt weiß ich, ich habe keine Ahnung, was Jakob eingesammelt hat. Ich habe nicht hingeguckt. Also ich habe gesehen, wie es aussah, aber... Kein Plan, was es tut. So. Okay. Blaues Herz für Iso auf jeden Fall. Weil er ist so gut wie tot. Das wollen wir nicht, dass Iso stirbt. Aber dann war es das hier mit der Ebene, ne? Dann war es das hier mit der Ebene. Jetzt machen wir mal den Boss und gucken, wie es läuft. Oh no. Der wird mich auf jeden Fall einmal treffen und dann ist mein Deal wieder weg. Ich. Ja, es hat geleckt. Was zur Hölle? Ah, okay. Wir haben dieses Ding eingesammelt, dass wenn wir getroffen werden, dann. Ja, dann spawnen kleine. Oder wenn ich Gegner erledige, spawnen kleine Isaacs. Ich weiß gar nicht wann, aber ja, wie gesagt, wir wurden getroffen, von daher. Jo, wie viele Herzen hat Jakob gerade eigentlich? Hä, hey, hatte ich nicht viel mehr Herzen als Jakob? Habe ich irgendwie auch ganz viele Herzen verloren? Weiß es nicht mehr. Möglich. Alter, der hat so viele kleine Viecher, das ist ja furchtbar. Wieso kriege ich nicht noch mehr so kleine Isaacs? Weiß es nicht. Ah, ich habe ganz meinen Kollegen vergessen, der sich gerade ausgelöst hat. Stimmt, den haben wir ja auch dabei. Hier, ins Gesicht. Okay. Der war jetzt allerdings ganz hilfreich. Okay, der ist ein blaues Herz gespawnt. Oh, und nur HP ab. Also, blaues Herz erstmal für dich. Und HP ab für Iso. So. Dann sammeln wir mal fix ein paar Sachen ein. Haben wir noch irgendwo ein Herz rumfliegen? Nein. Das Ding ist, wir müssen jetzt vom Spiegel bis zum Itemraum kommen. Wenn wir das hier machen wollen würden. Also das ist für mich gerade keine gute Ebene, um das zu machen. Das lassen wir schön sein. Das lassen wir schön sein. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob ich es mit zwei Bomben das direkt sprenge. Weil an sich setze ich jetzt ja zwei Bomben hier hin. Und ich hoffe, dass beide Bomben das direkt sprengen. Yes, okay. Weil normalerweise muss man ja eben zwei Bomben setzen. Ja, ihr versteht, was ich sagen wollte. Ihr versteht, worum es mir ging. Gut. Dann weiter.
Okay. Ashpit. Nicht irgendwie anders lesen, dieses Ding. Es ist einfach Ashpit. Jo, na, Alter. Wie wenig... Quatsch, wie viel habt ihr ausgehalten, ihr Mistviecher? Keine Belohnung, dann resette ich das auch nicht. Ah ja. Okay, das könnte man jetzt zum Beispiel resetten. Ja, war doch praktisch. Der ist für Esso. Ach, Jakob meine ich natürlich. Ich soll nicht Esso sagen, ne? Ich soll ihn nicht so französisch aussprechen. Esau. Ist ja auch richtig. Ist ja einfach ein Name aus der Bibel und die wurde nicht französisch ausgesprochen. Ah, ich wollte es Jakob geben, aber ist egal. Au, Mist. Ist egal, ich bin einfach so schnell dran vorbeigelaufen, dass ich nicht schneller reagieren konnte. Aber ich wollte es eigentlich Jakob geben. Jo, die Musik ist ja gerade insane laut. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Jetzt ist sie wieder normal. Nichts Spannendes hier. Jo! Wenn Esau nochmal getroffen wird, dann war es das mit Satan-Deal wieder mal. Und vor allem mit Angel-Deal. Und ich muss in den Angel-Deal reinkommen. Gerade wenn der Angel-Deal mehrere Items hat, das ist so gut mit den beiden. Aber da muss man erstmal hin... Oh mein Gott. Aber da muss man erstmal hinkommen, ne? Das ist... Also das wird jetzt hier in der Runde ziemlich sicher nichts. Nice. Schön den Schlüssel freilegen. Sehr gut. Nee. Ich bin... Nee, I am. Okay, es wurde Jakob getroffen. Aber wie viel halten die Dinge aus, Alter? Mist. Jetzt wurde Esau getroffen. Ach, es ist doch zum Kotzen. Es ist doch zum Kotzen. Ganz ehrlich. So. Okay. Hier haben wir nichts weiter mehr Spannendes. Da ist jetzt einfach der Itemraum. Ah, nicht getroffen. Ich will die... Mein Gott, das gibt's doch nicht. Ja, geht doch. Nix. Ich will auf Crawlspace natürlich schauen, ne? Ist klar. Nix. Machen wir anders. Okay. Oh, shit. Ah, nee, passt schon. So, Sweet Suffering. Und was ist das andere? Big Chubby. Ah, der, okay, so ein Viech. Okay. Na gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, furchtbarer Raum. Weil wenig Platz und viele Gegner. Keine gute Kombination. Wenig Platz und viele Gegner ist keine gute Kombination. Shop gefunden. Wir können ja gratis rein, sonst würde ich jetzt nicht reingehen mit so viel Münzen, ne? Aber wir können ja gratis rein.
PhD. Oh, PhD wäre nice. Wenn wir noch ein paar Münzen zusammenbekommen, würde ich mir PhD auf jeden Fall holen. Oh, weia. Können die auch krumm schießen oder nur da gerade rum? Ja, dann ist es ja kein Thema. Okay, das Boss, haben wir sonst noch einen Raum? Nee, naja, den Stachelraum, aber... Es liegen auch keine Herzen rum, insofern ist es jetzt nicht so sinnvoll. Naja, wird schief gehen, aber macht nichts. Also nicht schief gehen im Sinne von, wir schaffen den Boss überhaupt nicht, aber wir werden halt Schaden nehmen. Ja. Ah. Jetzt haben wir mehrere solche kleinen Isaacs. Wie kommt es zustande, dass wir mal mehr haben und mal weniger? Ach, vielleicht wurde... Vielleicht, wenn ich... Oh. Wahrscheinlich nur, wenn Dings getroffen wurde, Esau. Ja, okay. Ja, okay. So, hier haben wir schon einen blauen Stein. Und einen Schlüssel. Also eine Bombe wäre ein Must-Have. Keine Bombe bekommen, schade. Hier werden wir auch keine Bombe bekommen. Oh nee, ich mag diese Räume nicht. Da werde ich nur wieder getroffen. Nein, och. Das war jetzt richtig schlecht. Na komm, krieg dein Herz wieder. Und dann weiter. Im Programm. Ja, wenn wir jetzt keine Bombe kriegen, ich raste so aus. Wir bräuchten sogar zwei Bomben. Shit. Shit. Hier wäre auch ein Stein. Ah, blöd. Nix. Nix, keine Bombe. Ich gehe jetzt Risiko. Ich gehe jetzt Risiko, ist mir wurscht. Jetzt hier durch. Hoff auf eine Bombe. Ja, nicht so eine. Ja, das war's. Kriegen keine Bomben mehr. Vielleicht bei dem Boss noch. Vielleicht ist der Boss ja noch gnädig und gibt uns Bomben. Mein Gott, ich hasse ihn. Ich hasse ihn so abgrundtief. Vielleicht ist der... Ich kann nicht ausweichen. Warum bin ich so? Ja, auf jeden Fall muss jetzt Jakob Esau schützen. Weil wenn Esau noch einmal getroffen wird, war es das.
Schade. Aber zwei blaue Steine nicht öffnen können, ist halt auch echt frustrierend. Kann man nicht anders sagen. So. Alter. Sind einfach die Ones der fehlenden Bomben. Das ist doch nicht möglich. Schon wieder ein blauer Stein. Ey, gib mir Bombenspiel. Ich kann die Fässer nicht verschieben. Boah, ich raste so. Ich kann nichts machen. Ich kann die Fässer nicht verschieben. Was soll ich tun? Was ein Müll. Ich krieg ja nicht mal Geld für eine Bombe im Shop. Come on. Wenn der jetzt eine Bombe in der Mitte droppt, der droppt jetzt, der Raum droppt sowas von eine Bombe in der Mitte. Und hier ist nochmal ein blauer Stein, ich sehe. Safe ist da eine Bombe drin. Ja, was nützt mir das? Nix. Hui. Oha. Einfach im Geheimraum gelandet. Ja, Bomben habe ich trotzdem nicht. Nicht schon wieder. Ich kann diesen Dreierschüssen nicht ausweichen. So weder als kleiner noch als groß. Also weder mit Isau noch... Boah. Dabei ist es doch eigentlich so einfach, dem Quatsch auszuweichen. Ich verstehe das nicht, warum ich mich da so anstelle. So, weg mit dir. Zur Seite. Wir haben jetzt nicht mal den Schlüssel für Downpour. Dann gehen wir noch kurz in den Stachelraum. Lenkruhe. Okay, ich hoffe auf Haralas. Und zwar in diesem Raum. Hä? Was hat er gemacht? Hä? Ich habe nichts verstanden. Nee, das resette ich. Kein Bock. PhD. Guter Start. I'm drowsy. Oha. Gleich mal Geld hier mitnehmen. Und jetzt, wo wir eine Bombe kommen würden, ist keine nützlich hier, ne? Es ist doch immer der gleiche Schwarz. Oh, aber wenn wir das 7er Ding bekommen könnten, wäre es natürlich auch cool. Also eine Münze noch. Und dann Lego. Hier habe ich auch keinen blauen Stein gesehen, weshalb die Bombe also im Moment auch nicht so nützlich ist. Okay, ein Schlüssel ist auch gut. Für den Weg zu Downfalls, Downpour.
Eine Münze noch, komm. Ein Feuer, jetzt noch eine Münze. Ja, nice. Sehr gut. Sehr schön. Dann passt doch alles. Ich guck nochmal kurz durch. Mehr haben wir hier nicht zu tun. Nee, das war sehr... Eine sehr leeres Basement war das. Ein sehr leeres Basement. Aber das ist okay. Kein Problem. Ist, glaube ich, wurscht, wer es kauft. Ich kaufe es mal zur Sicherheit mit ihm. Okay. Gut. So, tschüss. Tears Up soll Jakob mitnehmen. Und weiter im Programm. Dross diesmal. Dross ist immer recht klein. Ich hoffe, wir finden einen Schlüssel. Da ist schon mal der Itemraum. Da ist schon mal kein Schlüssel. Oh no, ich komme an die Münze nicht ran. Spawnt die nochmal neu? Das ist jetzt scheiße. Okay, keine Münze für mich. Shop. Kann man ja nicht mal rein. Wir haben ja keinen Rusted Key, keinen Shop Key mehr. Auch kein Schlüssel. Ja, und da ist nämlich schon genau das meine ich. Die Ebene ist so sauklein. Wenn wir jetzt keine Münze, keinen Schlüssel kriegen, dann war's das schon wieder. Schlüssel! Oh, shit. Scheiße. Das ist doch Müll. Das ist kompletter Abfuck. Oh ne, nicht dieses Ding. Ja, cool. Nein, Mann. Hör auf jetzt hier irgendeine Scheiße. Nein, ihr trennt euch gerade. Oh, ihr seid so. Nein, ich hänge an dem. Ich hänge überall. Ah, shit. Junge, 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 Junge. So, Pillentester, do your work. Cool. Scheiß drauf. Könnt ihr hier unten explodieren? Ja, okay. Schlüssel. Da haben wir schon mal unsere Route nach Downpour. Oder Trost. Dross. Oh, nice. Und da haben wir schon den Schlüssel für den Itemraum in Dross oder Downpour. Das ist so frech, dass die Eier... Das ist... Und es sind keine verschiebbaren Fässer. Wozu sind die überhaupt in dieser Ebene? In diesem Raum? So ein Blödsinn. Komm, gib mir eine Bombe. Keine Bombe. Das ist eine Bombe. Allerdings sind das sogar zwei Bomben. So. Wie ist das aufgebaut? Okay, das ist alles am Ende. Dann setze ich einmal hier eine Bombe.
Und einmal hier eine. Ja, kriegt er. Kriegt er. Nice. Drei Schlüssel sind echt gut, weil wir können jetzt sogar hier das Ding öffnen. Na, auch diese Truhe können wir jetzt öffnen. So, Pillentester. Okay. Gehen wir aber erstmal hier rein. Yo! Oh, es wäre jetzt so cool, wenn das auf beide wirken würde, ne? Aber es wirkt natürlich dann nur auf ihn. Aber es ist doch, es ist schon mal nicht schlecht. Ist nicht schlecht, insgesamt betrachtet. Oh, Bombe im Angebot. Sehr gut, dann können wir alles holen, was wir wollen. Sehr gut. Dann holen wir als erstes das Ding hier. Ja, ist jetzt im Prinzip egal, wie ich sprenge. So. Kann halt so sprengen, dass ich möglichst viele Steine mitnehme. Falls Crawl Space auftauchen könnte. Die Fragezeichenkarte. Was tust du denn? Wahrscheinlich einen random Karteneffekt, nehme ich jetzt mal an. Wahrscheinlich ein random Karteneffekt. Ah, nee. Einmal das Base bei Item umsonst. Da wir aktuell keins haben, im Moment also useless. Aber ist in Ordnung. Kein Problem. Gar kein Problem. So, dann hat man jetzt hier noch den Raum mit den Schlüsseln. Da wollen wir auf jeden Fall zwei Bomben setzen. Und ich glaube, sonst haben wir alles gesehen. Fragezeichen. Ja, wir haben alles gesehen. Vier Schlüssel ist eine gute Ausgangslage für was auch immer kommt. Und die Nägel sind auch ganz cool. Jo. Na, zum Glück ging es noch nicht um den Deal. Ja, soll er nehmen. Soll er nehmen. Wir ziehen weiter. Es ist wieder drauf. Oh, wir sind direkt beim Itemraum. Ja, ist doch stabil, hätte ich mal gesagt. Oh! Das eine ist schon mal super nice, das andere ist halt eh Fragezeichen. Weiß man nicht, was es soll, ne? Was es ist. Double Tap Glitch, der Bug. Okay, kann man auch mitnehmen. Kann man auch mitnehmen. Ist jetzt nichts, was kompletter Müll ist. Nein, 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 nicht gleich getroffen werden. Ach so, das war jetzt vor allem was Eso, der getroffen wurde. Das ist natürlich ärgerlich. Jakob meine ich. Weil das, der hatte keinen Schutz vor Rotherzschaden. Das macht Jakob alleine. Die eine Münze da holen. So. Noch eine Münze. Dieses Dross ist jetzt wieder größer. Das ist schon interessant, ne? Gott. Ach, was zur Hölle. Ach, komm.
Das Ding gewesen, Lavas, okay. Im Moment zu bald zum Einsetzen, aber grundsätzlich nicht verkehrt. Es ist jedenfalls, was ich nicht verschieben kann, also kann ich einfach draufballern. Nein, um Gottes Willen, Jakob geht alleine da hoch. Kiste hier hin. Dann geht Esau hier ran. Und jetzt sollte es funktionieren, dass wir da einfach sprengen, ohne dass was passiert. Sehr gut. Justice. Ach man, ich drücke immer so lange, dass ich alles fallen lasse. Oha. Ah. So, Jakob läuft in den Boss und dann passiert mit Esau auch nichts mehr da unten. Nein, oh Gott, jetzt habe ich wieder alles fallen lassen. Habe ich wieder alles? Nein, er hat seine Karte noch nicht wieder. Habe ich jetzt wieder alles? Okay, ab nach oben. Mein Gott, der schon wieder. Ja, geil. Ach Mensch. Der kommt gar nicht in seine zweite Phase. Okay, jetzt kommt er in seine zweite Phase. Nee, nee, der kommt da raus. Okay. An sich bräuchten beide einen Schutz, deswegen kriegt er das jetzt. Okay, unbekannte Pille, die wir zweimal haben. Bitte sei gut. Okay, wir können gleich nochmal den Raum durchlaufen. Wir können gleich nochmal die Räume durchlaufen. Okay. Okay. Dann, da wir eh im Moment kein Space-Item haben, nützt mir die Fragezeichenkarte halt so überhaupt nichts. Oh, vorsichtig jetzt hier. Okay, da ist der erste Geheimraum. Vorsichtig vor den Stacheln. Ja, ciao. Und dann ist der zweite hier. Ah, in den Shop rein. Oh mein Gott. Fetus. Jo, wie wirkt sich das jetzt auf die beiden aus? Wer kriegt denn das? Machen wir so, oder? Machen wir so. Vor allem jetzt schießt der eine normal und der andere mit dem Airstrike, oder was? Ach du Scheiße. Das heißt aber, ich kann eigentlich gar nicht... Es ist voll riskant, jetzt normal zu schießen. Weil ich mich ja wahrscheinlich dann noch selbst treffe mit dem Quatsch, den ich da... Oh mein Gott, das wird... das wird kritisch. Es wird kritisch und interessant zugleich. Möchte ich mal sagen. Wir haben jetzt aber damit trotzdem jeden möglichen Geheimraum. Das möchte ich mal auch betonen. Wir kommen damit an jeden möglichen Geheimraum ran. Ding ist halt nur, ne, wenn ich jetzt mit Dings schießen will. Ja gut, ich meine, in so eine Richtung könnte man schießen, dann kommt halt da die ganze Zeit was runter. Wenn ich aber die Schüsse so variiere, irgendwann treffe ich mich selbst. Dann wird's böse. Dann wird's, fängt's an böse zu werden.
passiert, wenn beide Dr. Fetus bekommen? Ja, geht wahrscheinlich nicht, weil man nicht zwei Items einsetzt. Ja, wahrscheinlich geht das nicht. Ist hier noch irgendwas Spannendes gewesen? Nope. Hier einfach raus. Jetzt können wir hier aber uns auch den Weg vereinfachen. Okay, ich finde, es ist eine interessante Geschichte. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Bin mal gespannt, wie sich das am Ende auswirken wird. Okay. Ja. Wir sind mal sehr gespannt, was da passieren wird. Was ist eigentlich... Jetzt mal eine Frage. Die Blank Card, die ich habe, die setzt ja die Karte ein, den Effekt der Karte, den ich habe. Ne? So. Ohne die Karte aufzulösen. Also, was passiert? Mache ich damit das Spiel kaputt? Ich hoffe, ihr wisst, was ich denke gerade. Dieses Ding löst die Karte aus, die ich halte. Und die Karte, die ich halte, löst das Baseball-Item aus. Versteht ihr? Das wird jetzt ein Kreislauf. Ich probiere es aus. Hm? Man kommt in den Errorraum. Ja, das ist lit. Aber jetzt habe ich die Ice-Can-See-Forever-Pille nicht mehr. Ah, doch habe ich noch dabei. Ja, lol. Wo ist jetzt meine Karte? Aber die Karte hat sich verabschiedet. Die Karte hat es einfach zerstört. Das Baseball-Item ist weg. Das, was ich vorher hatte, das ist einfach weg. Das ist einfach weg. Die hat jetzt beide zerfetzt, die Karten. Lul, okay. Interesting. So, was war das jetzt? Das war irgendwie so... Ich muss es nochmal kurz nachlesen. Das war irgendwie so, man musste runterzählen und dann ist man kurz unverwundbar gewesen. So, für so einen Moment, ne? So ein Ding war das. Das war dieses, dass man kurz unverwundbar wird, wenn man runtergezählt hatte. Das ist sogar ein Rebirth-Item, ja. Genau, bei Zero kriegt man ganz kurz Unverwundbarkeit. Und wenn man es aber zu lange trägt, drückt, dann nimmt man Schaden. Okay. Crazy shit is going on. Ich weiß nicht, ob ich mich dadurch vor zum Beispiel einem Pilleneffekt schützen kann. Wir probieren es einfach mal aus. Na, falls es sowas wie Bad Trip ist, dass ich dann unverwundbar bin für den Moment. Dann würde ich kurz hier die Pillen noch durchprobieren. Da ist wieder die I Can See Forever Pille. Sehr gut, dass die auch wieder da ist. Lemon Party braucht man nicht. Ja, kann ich kurz einsetzen, dann ist es weg. So, die kennen wir noch nicht. Speed Down, okay. Das schützen wir natürlich nicht, das ist klar. Es geht ja um so Schadenspillen. Paralysis. Und die hier kennen wir noch nicht. Die letzte unbekannte Pille. Shot Speed Up. Okay. Dann I Can See Forever nehmen wir mit und er nimmt weiterhin Lovers mit. Gut. Interesting. Das war sehr interesting. Aber die Dr. Fetus Pille bei Esau ist... Pille. Die Dr. Fetus Karte bei Esau ist schon sehr interessant. Oh Gott.
Wie groß ist die Reichweite, wenn ich das jetzt in die Ecke setze? Okay, in der Ecke reißt es den nicht mit dem Spiegel. Sehr gut, das war mein Ziel. Nein, das kriegt ihr Sau. Ja, ey, das ist jetzt halt das Ding. Ich muss jetzt so ein bisschen variieren. Oh, ich werde mich so oft selber sprengen. Ich sehe das schon kommen. So, wir setzen gleich mal I Can See Forever ein, weil, ich meine... Ach so, bräuchte man gar nicht. Wir haben ja Bomben. Stimmt, die bräuchte man gar nicht mehr. Ja, ja, lol. Aber dann braucht Esau jetzt eigentlich sowas wie Tiers, ab und zu braucht er überhaupt nichts mehr in die Richtung. Dann kann das alles Dings nehmen. Dann kann sich das alles Jakob gönnen. Solche Geschichten. So, wieder unbekannte Pille am Start. Okay. Damit muss ich leben. Okay. Immer noch mal eine I Can See Forever mit. Da muss ich nicht alles kaputt sprengen, dann haben wir das halt einfach dabei. So. Da ist der Itemraum. Gehen wir rein. Gibt schön viel Geld. Da das auf jeden Fall... Wir machen es mal so. So, und... Na, passt noch nicht ganz. Und ab nach oben. Sissy Longlegs. Okay. Und halt die Spritze. Ja, bei so viel Geld gehen wir auch auf jeden Fall in den Shop. Ganz klare Sache. Das kann dann Jakob mitnehmen. Und auch gleich einsetzen. Muss jetzt mit Q einsetzen, sehe ich das richtig? Yes, dann ist die Karte hier unten gratis geworden. Immun, okay, brauchen wir überhaupt nicht. Schade. Leider ist damit wirklich sehr useless, aber was will man tun? Okay, ciao. Gut. Da wäre dann... Scheiße. Das weiße Feuer wollte ich sagen. Weg mit dir. Kritisch. Oh, die Münze da ist auch kritisch. Die pfeffern wir mal ganz weit weg. Schon besser. Okay, es ist theoretisch nicht sonderlich weit von hier zum Itemraum. Wollte ich nur mal gesagt haben. Mama! Hier ist zu viel los. Ah, da kommt noch einer. Da ist noch einer. Ah, der ist, weil der nicht tot ist, deswegen. Jetzt hat es alle weggezündet. Da kriegen wir nichts Schönes hier. Nice. Das kriegt jetzt auf jeden Fall Jakob, dass sein Zeug auch geschützt ist. Wir haben nämlich im Moment 100%ige Chance auf den Deal. Okay. So far, so good. Bei 14 Münzen, denke ich, können wir den Map-Bettler schon mal bemühen.
Ja, ne, können wir mitnehmen. Wurscht, wer den nimmt. Wurscht, wer den nimmt. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Bossfight. Also ich konzentriere mich... Ah, shit. Ich konzentriere mich eigentlich jetzt wirklich kaum... Ja, nice. Ich konzentriere mich jetzt eigentlich wirklich kaum noch auf Jakob mit Schießen, weil du bist halt wirklich die ganze Zeit voll auf dem Trip. Aber ist auch klar, weil, ne, da konzentriert man sich halt jetzt am meisten drauf. So. Ich stelle mir jetzt die Frage, Knife Piece 1, yes or no? Bin da eigentlich gerade kein Fan von. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich wäre aber Fan von, auf jeden Fall noch an der Maschine zu spielen. Wir haben ein paar Herzen hier rumfliegen. Oh, wait, kann ich eigentlich... Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt hier übrigens Trinkets liegen lassen, nützt es nicht mal was, ne? Ja, aber kann ich eigentlich mit Unverwundbarkeit an die Maschine rangehen? Scheinbar nicht. Oder ich war zu langsam. Nee, okay. Das geht nicht. Yo! Das kriegt Jakob. Also, ich sag's immer falsch, aber ich geb's dem Richtigen. Ich geb's dem, den ich meine. Ich sag's nur immer wieder falsch. Es ist insane. Okay. Gut, ich würde sagen, dann haben wir hier alles, was wir wollten. Und gehen weiter. Ich habe ein bisschen Angst, diesen One weiterzuspielen. Ich bin ganz ehrlich. Weil er hat einerseits böses Potenzial und genau deswegen kann ich ihn andererseits auch böse verkacken. Gehen wir Mother oder gehen wir Tainted abholen? Ich würde versuchen, auf die Tainted-Charaktere zu gehen erstmal. Wenn ich ehrlich bin. Ich sehe uns halt aber mit den Herzen, die wir haben, sehe ich uns halt jetzt nicht wirklich Dings besiegen. Na, das ist so. Aber Mother sehe ich uns auch nicht besiegen mit den Herzen, die wir haben. Das ist, ach, es ist scheißegal. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach und gucken, was uns passiert. So, damit hat sie jetzt jedenfalls die Knife-Strecke erledigt. Man muss ja auch mal... Oh, war ja... Okay, ich muss böse auf die Herzen achten. Achso, ich kann ihm gar nichts tun. Nein, ich muss da drüben... wie komme ich... Ah, ich komme so hin. Gott, das war scheiße. Gott, das war richtig scheiße. Aber was soll's. I can see forever. Let's go. Ha. Kann ich die Flammen erstmal loswerden? Oh. Okay. Nee. Oh, das ist auch wieder ganz kritisch.
Wo hab ich denn gerade hingezielt, ey? Okay. Ich weiß nicht, wer jetzt öfter getroffen wird. Ich gebe ihm jetzt mal das blaue Herz. Oh, shit. Oh, shit. Also, das All Stats Up kriegt auf jeden Fall Jakob, weil ihm Tears Up und so viel mehr nützt. Obwohl ich ihn ja nicht nutze, was das angeht. Er ist schon wieder scheiße. Ich schieße ja mit Jakob kaum noch, weil ich ja... Ach, er ist drauf. So, jetzt müssen wir gut sprengen hier. So, du gehst darüber. Du gehst hier hin. Und dann laufen wir beide nach oben weg. Okay, cool. Und dann machen wir das gleich jetzt nochmal. Wenn wir so stehen. Ich hätte gar keine Bombe. Immer wieder lustig, wenn einem Dinge so ganz zum Schluss einfallen, so von wegen, man hätte gar keine Bomben gebraucht, ne? Aber was soll's. Aber was soll's. So, jetzt muss ich aufpassen, ob ich jetzt in dem Kampf rauskomme. Nein, jetzt muss ich den Kampf gar nicht mehr machen. Ja, das ist mir auch recht. Gut, dann war das ja, hat sich das ja ganz gut aufgelöst, die ganze Geschichte hier. Gleich mal verpissen, Kollege. Ah, die da oben kriege ich wieder nicht, ne? Weil die müssen erst aufgehen. Ja. So ein bisschen antriggern, dann passt die Geschichte. Okay. Ich setze gleich die unbekannte Pille ein, keine Sorge. Kommt alles noch? Oh, ein Schlüsselraum. Hm. Ich glaube, da will ich gar nicht rein. Okay, Risiko. Oha. Oh, da hat jetzt rote Herzen verloren. Der hat jetzt rote Herzen verloren. Da ist nur ein rotes Herz gedroppt. Dann müssen wir einmal ganz fix das rote Herz wiederholen in der Challenge-Geschichte. Jo! Chill. So. Da hat er sein rotes Herz wieder. Sheesh. Okay. Hier hoch. Ja, war dumm. Blöd ist, dass das gerade halt jetzt eine Ebene ist, wo ich nicht sehe, wie viel Energie ich habe, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Okay, Oh Gott! Weg mit euch. Oh, Hilfe. Zur Seite. Mit euch, Mistviechern. So. 36,3%. Ach so, ich wollte gerade sagen, Chance auf Engeldeal ist ja Quatsch. Wir haben ja gerade einen Engeldeal gesehen. Dann können wir gechillt erstmal den Itemraum machen. Da ist er. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Bevor Müll passiert. Kann die explodieren, wenn sie zu mir rollt? Nein, okay, gut. Nein. Ah! Oh, da
hat einfach die Bombe. Hör auf, die Bombe zu tragen, Mann. So, wo ist jetzt die Pille? Pheromones? Nee, braucht man nicht. Keine Pille für euch. Meine Güte, ich habe keine Ahnung, was das ist. Es wird mir schon durch den Run versauen. Wer sammelt was ein? Ich weiß es nicht. Ich habe keine. Es ist so schwierig, immer zu entscheiden, ne? Oh shit, das wollte ich nicht. Oh, er hat die Schattenviecher, okay. Ah, und ich habe jetzt so Leuchtnägel. Wahrscheinlich ein cooler Effekt, aber da ich kaum jetzt noch schieße, weil ich halt mit dem anderen Viech... Oh. So, da ist der Shop, der wäre auf jeden Fall auch nochmal nützlich. Ah, das ist das, dass Gegner zu Dings werden. Okay, was ist denn mit dem da oben passiert? Ach so, passt schon. Die Karte war nur so komisch im Weg, dass das komisch aussah. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, was das Ding für 15 ist. Aber das werde ich kaufen. Du Spinne, kannst dich erstmal verpissen. Und das kriegt, ist so. Jakob. Instant Energy Battery. Okay. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich hab doch hier, ich hätte doch hier Dings gehabt. Ich hab doch hier ein Spacebar Item. Dann kann er jetzt hier so ein Ding nehmen. Also eigentlich auch wieder Quatsch, ne? Aber ich setze halt dieses Invincibility-Ding halt, setze ich halt, also ich setze es halt nicht ein. Aber ich meine, ich habe die scheiß Nuke dabei. Ich brauche nicht eine Spitzhacke. Du brauchst keine Spitzhacke, wenn du eine Nuke hast. Okay. Machen wir den Boss. Alles klar. Du bist ja super ekelhaft. Nimm auf Sachen in die... Alter! Wo ist jetzt noch ein Gegner? Hier, ne? Okay. Eieiei, kritisch. Ganz kritisch. Ganz kritisch. Wegen dem ganzen Kram halt, dass man... Oh, er hat gar kein... Er hat gar keinen Rotherzschaden genommen. Er auch nicht. Dann haben beide noch auf jeden Fall... Okay. Interessant. Dann haben beide noch ihre roten Herzen. Ich glaube, es kann im Dings eh kein Crawlspace sein, ne? Wenn ich jetzt hier die Steine kaputt mache, ist das Schwachsinn. Ja, okay. Ja gut, wir sind in Esfit 1. Ich darf jetzt nach Esfit 2 nicht die Tür nehmen, ich muss einfach die Ebene nehmen, dass wir in Devs 1 dann landen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich will nicht ins Mausoleum. Sonst haben wir nachher die schwierigere Variante von Mom, die möchte ich nicht haben. So. Oh, wir haben alle noch unsere blauen... Also nicht alle, aber wir haben noch viele... Jo, wir haben richtig viele blaue Herzen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, cool. Esau halt nicht so. Also Esau müssen wir aufpassen. Aber dafür ist Esau ja auch unsere Angriffsmaschine. Oh Gott, das ist jetzt richtig kritisch. Das wäre besser, wenn er das erledigt. Okay. Und wir einfach da... Oh mein Gott, das war richtig böse gerade. Den Schlüssel, da können wir uns auch holen. Aber den lassen wir uns einfach bringen. Komm schon. So. Und dann gehen wir vorsichtig mit Jakob hier raus. Und wenn wir in den Raum nochmal reinlaufen, muss ich böse aufpassen. Ah!
Shit. Die Sau hat sein blaues Herz verloren. Mein Gott. Doch, die Sau braucht dringend sein rotes Herz wieder. Sonst irgendwas Spannendes hier gespawnt? Nee, ne. Oh, ist das kritisch. Oh, ist das kritisch. Oh, ist das kritisch. Oh, ist das kritisch. Schießen die eigentlich nur, wenn ich auch schieße? Ah, okay. Das ist alles etwas unglücklich. Das war knapp. Und die haben mir jetzt gerade eingefallen. Wir haben ja, müssen jetzt ja wieder so suchen. Weil ich ja den kein I Can See Forever habe aktuell. Okay, wir müssen böse auf Esaus Energie achten. Eieieiei. Boah, das ist schwierig, wenn du ein Item hast, mit dem du eigentlich nicht dauerhaft schießen darfst. Und die anderen Items, die du hast, basieren aber darauf, dass du dauerhaft schießt. Oha. Da haben wir noch einen gesprengt. Sehr gut. Haben wir einen weiteren Fortschritt, was das angeht. Ich glaube, da komme ich eh nicht ran, ne? Ah, kann ich die da... Kann ich die über diese Steine schieben? Geht das? Kann ich das? Ich kann es rausschieben. Nice. Einfach Kisten schieben durchgespielt. Yo! Insane! Böse. Ganz böse. Oha, Pandoras Box, ne? Die kriegt Jakob. Die setzen wir dann in Devs. Jetzt gucke ich nochmal nach. Nicht, dass ich es wieder falsch mache. Devs 1 ist die mit zwei Boss-Items, richtig? Nein, eben nicht. Oh, Caves 2 ist die mit... Ja, Moment, aber wir sind ja jetzt... Wir sind, wie, zählt es dann jetzt... Also zählt es, wo wir sind jetzt, wie Caves 2? Oder wie zählt es jetzt? Ach, Wump 1 war zwei Boss-Items. Ein Boss-Item und zwei Soul Hearts wäre jetzt in Caves 2. Devs 1 ist 4 Soul Hearts, Devs 2 ist 20 Coins. Nee, ich will das Boss-Item schon haben. Ah, und ich habe es wieder gekauft, obwohl ich dumm bin. Hätte ja den hier machen können. Jetzt ist die Karte wieder umsonst, okay. Was haben wir für eine Karte hier? Das dann, okay, die können wir mitnehmen. The Sun können wir mitnehmen. So, dann setzen wir irgendwo, wo wir mal ein bisschen mehr Platz haben. Ja, hier ist perfekt. Dann setzen wir hier gleich mal Pandoras Box ein. Einfach nur Spacebar müsste passen, ne? Genau. Die muss auf jeden Fall... Ich Sau kriegen. Und Jakob kriegt das Item. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwann werde ich mich noch selber sprengen. Ich muss da böse aufpassen. Wo ist denn jetzt noch ein Gegner? Ist der noch hier, der Gegner, ja? So, jetzt ist er weg. Temperance.
Okay, oh, hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Das ist eine komplette Sackgasse gewesen. Ja, moin. Okay, vorsichtig. Müssen wir dann jetzt den ganzen Weg... Ja, wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Und das heißt, wir kommen jetzt wieder durch den Stachelraum. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich da keinen Quatsch mache. Ah, hier waren wir auch noch gar nicht drin. Alles gut. Wir sind noch gar nicht fertig durch. Esau kriegt noch sein rotes Herz zurück. Okay, wir machen erstmal den Bossraum, weil... Wo, was, was? Da ist ein... Scheiße! Mein Gott, bin ich wieder erschrocken jetzt gerade. Dachte, hier ist nichts. Und dann ist da einfach so ein frecher Stachelpin. So, Geheimraum. Nice. Merken. Okay, 40,5%. Oh nein! Den kann ich ja gar nicht besiegen. Da muss ich ja abwehren. Dann ist es hier vielleicht wirklich besser, die Nägel zu nutzen. Und die ganzen Familias, die wir dann dadurch noch spawnen. Wenn es ein größerer Gegner ist, dann kann ich da schon versuchen, natürlich das Ding hinzubringen. So wie jetzt, genau. Geh auf! Du musst aufgehen, sonst kann ich die nicht angreifen. Da ist ein Loch im Boden, da komme ich nicht durch. Kritisch! Alter, es leckt gerade böse. Ich habe keine Ahnung, warum es gerade so böse leckt. Engelraum. Hallo, stopp! Wow, Spiel. Chill mal. Es hat gerade richtig übel geleckt. Ich weiß nicht, was los war. Oh mein Gott. Aber wir haben gerade den Engelraum, gerade so den Engelraum bekommen. Es ist eh nur ein Item, okay. Dann hoffe ich jetzt aber auch auf weitere Soul Hearts. Die brauchen wir ganz, ganz dringend. Wer es bekommt, ist eigentlich ja wurscht. Die bleiben ja relativ nah zusammen. Ich nehme es jetzt für Jakob mit. Und dann holen wir uns den Schlüssel. Nein. Eieiei, so. Wir haben noch nicht den Itemraum, ne? Muss ich mich noch dran erinnern. Wir müssen hier noch den Itemraum holen. Den will ich natürlich noch mitnehmen. Aber was das gerade für ein Lag war, ich habe keinen Schimmer. Okay, ist das der ganze Raum? Sehr gut. Hier geht's nicht weiter, ne? Nee.
Okay. Itemraum. Vorher wird hier noch aufgeräumt. Und dann Abflug. Oha! Yo, das ist ich weiß, was das ist. Ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Ich habe das schon so oft gesehen und genommen und Mann. Ich komm gerade einfach nicht drauf. Wartet kurz. Ja, genau. Tears travel through walls and appears out of the opposite wall. Also, das ist, dass die Tränen durch Wände durchgehen. Das nützt mir also mit Dings auf gar keinen Fall was, also nimmt das Jakob mit. Dann können die Nägel noch durch Wände durchgehen. Das ist sicherlich sehr hilfreich. Dann sehe ich erst recht nichts mehr. So, wir gehen alle nach oben an die Wand und dann gehen wir gerade runter. Und der andere hat jetzt noch Spider Love eingesammelt. Okay. Das kann man machen. Gut. Jetzt ganz wichtig, nicht durch die Tür gehen, sondern einfach runter, dass wir in Devs 1 landen. Dass wir ganz normal jetzt die Runde machen, um zum Heimweg zu kommen. So, Herzen auffüllen ist nichts nötig. Das heißt nicht nötig, aber es geht nicht, weil wir blaue Herzen vorne haben. Okay. Okay, Dank Devs. Oh, zwei sogar schon. Wir sind also schon richtig. Oha. Okay. Ich habe nichts gesagt. Yo. Dann jetzt gut aufpassen, dass wir den Totenkopf finden. Aktuell haben wir nichts zum Porten. Ich lasse das Sun gleich mal hier liegen. Dass ich gar nicht erst in Versuchung komme, die irgendwann einzusetzen. So ein Ding ist das. Aber die Lovers-Karte können wir ruhig wieder mitnehmen. Ja, die kann er beinahe auch eher mitnehmen. Okay. Dann ist es sogar gut, wenn Esau die Fools-Karte nimmt. Weil wir dann da nämlich... Die setze ich gar nicht so fix ein. Also das passiert mir dann gar nicht so schnell, dass ich... Okay, wir haben eine Fools-Karte. Wir haben eine andere, aber das ist ja in Ordnung. Ja, wurscht, welch wir. Oh, nice. Jeder ein blaues Herz. Wobei, ja doch, jeder ein blaues Herz. Eins für dich. Eins für dich. Dann können wir jetzt theoretisch auch gleich den Boss finden. Hätte ich gar nichts dagegen. Aha. Aha. Noch eine Karte. High Priestess. Und noch eine Karte. Ah ne, und noch eine Pille. Ah, da, okay. Die Pille kann ich jetzt sogar mit Verdacht einsetzen, weil selbst wenn sie mich zum Boss teleportiert, habe ich immer noch The Fools dabei von Esau. Insofern würde es nicht schlimm sein. Tears down. Ja gut, damit kann ich leben. Ich schieße ja eh kaum. Power Pill. Das ist Lemon Party, na genau. Dann nehme ich lieber die High Priestess mit. Oha.
Oha, gute, interessante Tür. Zwei Schlüssel ab dafür. Oh, lol. Oh, er bedient sich jetzt. Wir bedienen uns aber auch mal, dass wir im Shop noch was kaufen können. Und den Rest soll er sich gönnen. Na, immerhin ein blaues Herz war dabei, mein Freund. Die anderen hättest du behalten können. Oder halt blaue Herzen spawnen stattdessen. Das wäre cooler gewesen. So, da ist die andere Defuls-Karte, aber brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Wir haben schon einen Defuls gefunden. Er gönnt sich nochmal. Okay. Ja, Bomben mal 10 ist halt einfach Bomben mal 10. Ist wurscht, wer es nimmt. Wir setzen die Bomben eh nicht ein. Das heißt aber, die Bomben kann ich zum Beispiel verwenden, falls wir einen Bombenbettler finden. So. Nochmal ein blaues Herz für jeden. Eins für Iso. Eins für Jakob. Okay. Ich gehe mal ganz kurz ins Menü. Weil der Lag vorne hat mich ein bisschen geängstigt. Und jetzt gehen wir wieder rein. Hier waren wir unten schon. Nein. Ach, Mist. Aber jetzt wäre es natürlich wünschenswert, dann den Shop noch zu finden. Oha. Das war ja eine interessante Ebene. Nein, nicht Ebene, aber wisst ihr schon. Alter, so viele Steine. Was tut man nicht alles, um zu ermitteln, ob irgendwo ein Dingsfloor sein könnte, ne? So, der Schlüssel kann gleich zu mir runterkommen. Hui! Okay. Nächster Raum. Da wurde eine Karte gedroppt. Ja, geil ist, wenn wir so Turrets erstellen, weil die machen ja von selbst dann ihren Kram. Wieder der Lavas, okay. Braucht man nicht. Gut. Ah, dann erstmal Boss, ist in Ordnung. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Vorher vielleicht noch Geheimraum. Hier nicht. Vielleicht hier. Dann müssen wir mal die Räume, die Wände hier abchecken. Ich meine, wir haben gerade völlig gratis die Suche. Dann checke ich auch die Wände entsprechend ab. Ah, wirklich nicht? Da bin ich einfach wieder zu schlecht zu sprengen. Scheinbar wirklich hier nicht. Na gut. Na gut. Dann suche ich jetzt erstmal nicht weiter. Und wir gucken, was uns beim Boss... Also, The Fool habe ich dabei. Ganz wichtig zu kontrollieren nochmal. Habe ich dabei. Okay. Man weiß es ja nicht, was man da alles so anstellt, ne? Ab dafür. Moin. Ups. Ding ist halt, dass die
Dings nicht, ja, die Dings sind nicht schnell genug. Also hier werde ich wahrscheinlich doch mit den Nägeln mehr arbeiten. Oder beides so ein bisschen. Ja, das könnte erwischen. Das treffe ich. Das treffe ich. Das war gut. Das war gut. Das hat getroffen. Okay. Satan-Deal ist aufgetaucht. Können wir jetzt eigentlich auch hier beides mitnehmen? So Polaroid und Dings? Is that possible? Yes, it is. Interesting. Gut, dann gucken wir natürlich noch in den Satan-Deal rein. Jetzt ist ja wurscht. Was kann schon schief gehen? Das ist beides nichts, wofür ich ein Herz hergeben würde. Dann mit The Fool Abflug. Vorher machen wir aber noch eine Sache. Und zwar die Cap Trinket hier liegen lassen. Dass wir hier nachher was liegen haben. Na, ihr wisst wofür. Und dann heißt es Abflug. Und wer hat jetzt das Polaroid gesammelt? Das hat Esau. Dann gebe ich nämlich das Negativ her. Nee, Quatsch. Das Negativ macht Schaden, ne? Negativ macht, glaube ich, Damage erhöht. Dann gebe ich das Polaroid her. Jetzt habe ich es Negativ. Okay, ich dachte, ich bin mit dem anderen hingelaufen, aber scheinbar bin ich das nicht. Na gut, dann ist es so. Dann ist es so. So, Sun und High Priestess haben wir dabei. Sehr schön. Jetzt noch Shop suchen. Nein, ach komm. Oh shit. Da habe ich nicht drauf geachtet, dass der in der Mitte gelandet ist. Habe ich zu spät gesehen, war dumm. War sehr dumm gerade, was ich gemacht habe. Weiß ich selbst. Oha, noch ein Würfelraum. Okay. Und Job. Oh, Birthright ist hier mit dabei. Keine Ahnung, was Birthright bei den beiden macht. Na, das ist das Lustige. Man weiß es einfach nicht. So, aber wir setzen es einmal ein. Und irgendwas... Ah, das Herz ist jetzt umsonst. Nice. Super gut. Okay, aber wir können beides mitnehmen. Ich meine, ich habe im Moment kein brauchbares Space bei Item, aber... Das für den Shop ergibt jetzt hier auch keinen Sinn so richtig. Ich nehme das jetzt mal für Jakob mit. Dann kriegt Jakob noch das hier. Und dann kriegt Jakob noch Birthright. Oh, Jakob kriegt nicht mehr Birthright. Ups, ich habe Quatsch gemacht. Kriegen wir noch eine Münze irgendwo zusammen? Wahrscheinlich nicht. Dann sprengen wir einmal ganz kurz hier die Maschine und holen uns noch eine Münze. Lul. Und holen uns Birthright. Immer noch. What's yours is mine. Was bedeutet das? Ah. Wir werden es vielleicht rausfinden. Vielleicht auch nicht. So, jedenfalls Sun haben wir dabei. High Priestess haben wir dabei. Gucken wir, was passiert. Energie von Esau ist halt super schwach. Ich muss bei Esau böse aufpassen, dass er jetzt nicht weggezündet wird. Weil er hat noch viel zu wenig Energie. Der wird mir auf dem Rückweg, wird der mir so weggezündet. Wird jetzt kritisch. Das wird jetzt sehr, sehr kritisch. Der wird mir auf dem Rückweg, wird der mir komplett hops genommen. Kriegen wir noch blaue Herzen raus für ihn? Ja! So wichtig. Noch eins. Yes! Okay. Alles für Esau jetzt.
Nicht für Jakob. Alles für Esau. Okay. Da bin ich doch schon wieder etwas beruhigter. Und Abflug. So, Ziel wäre jetzt eigentlich nur Bossraum finden. Itemraum kriegen wir dann danach noch mitgeschenkt. Eigentlich geht es jetzt nur darum, ganz fix zum Bossraum zu kommen. Was anderes will ich schon gar nicht mehr. Ja, Sam tut es ein. Gib mir blaues Herz. Schade. Du brauchst gar nicht erst dein Feuer machen, Freundchen. Und du brauchst gar nicht erst nahe kommen hier. Ihr könnt alle getrost wegbleiben. Oh, das war knapp. Noch ein Gegner? Noch ein Gegner. Ach, da ist ein Portal da drüben. Ja, okay, verstanden. Hier oben geht's weiter. Wow. Ah, die teleportieren. Die teleportieren sich gegenseitig durch die Gegend, Hilfe. Ich will doch nur hier Geheimraum gucken. Ich habe das weiße Herz nicht mitgenommen auf der einen Ebene. Ich hasse mich so. Ich habe das wieder vergessen. Oder war das in einem anderen One? Ich hoffe, es war in einem anderen One. Mein Gott, ich hasse das, dass ich das so... Ich glaube, ich habe es aber in dem One vergessen. Richtig? Ich glaube, ich habe HP ab vergessen. Ich hasse alles. Watch the World Burn. Das war, glaube ich, das Gegner brennen, wenn man reinkommt. Können wir mitnehmen, aber dann nimmt es Esau mit. So, ich gucke ganz kurz nach, was das macht, weil das ist das eine Item, was ich halt sehe. Das habe ich auch jetzt schon 3 Millionen Mal gesehen, das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues, aber ich habe hier keine Ahnung, wie ich es nennen soll, um es zu finden. Ich muss es jetzt über Bildsuche machen. Geht gerade nicht anders. Dürfte aber nicht so schwierig sein. Ja, ist ein Afterbirth Plus Item. Every time one of your tears hits an enemy, it has a chance to start bleeding, which will cause it to take damage equal to 10% of its maximum health every 5 seconds. Ah, okay. Ich schätze mal, dass es dann trotzdem für die Nägel hier schlauer ist, das einzusetzen. Ich habe nur gerade ein bisschen Angst, dass es so hier in die Stacheln reinrennt. Wir machen es so. Und okay, ja gut, ich so hat jetzt Shielded Tears bekommen. Ich glaube, das nützt ihm überhaupt nichts für die Geschichte hier. Ja. Ja gut, aber kann man nichts ändern. Ich meine, es war ein Fragezeichen-Item. So, was willst du tun? Du weißt ja nicht, was du kriegst. So, jetzt aufpassen. Okay. Alles gut. Dann porten wir uns wieder zurück. Und gehen wieder runter, weil der Weg war useless. Nicht useless, aber halt führte nicht weiter. Ah, Quatsch, führte schon weiter. Wir waren ja im Itemraum. Was laber ich eigentlich für eine Scheiße? Kann ich die Dinger eigentlich sprengen irgendwie? Nein. Ach, da hätte ich auch außen rumlaufen können. Ah, ja. Ich verstehe. Oh Gott, ah, nee, erst die Türme. Und dann euch. Gut. Mein Gott, ey.
So, weiter Geheimraum suchen. Perfekt. Nee. Aber die Feuer könnten Herzen droppen. Ach, komm schon. Entschuldigung. Oi. Da hat's mir gerade... Oha, was ist das? Ah, wait, die waren auf meiner Seite. Weg mit euch. Zur Seite. Uah! Haben wir den Raum? Ja, wir haben den Raum. Das ist alles aufgegangen. Nice. Ich würde trotzdem Esau jetzt nochmal geben. Weil er hat halt im Moment keine Möglichkeit, sich zu heilen. Jakob hat zumindest noch die Sun. Als kleine Heilungsmöglichkeit. Okay, I can see forever können wir nochmal einsetzen, weil dann haben wir es halt eingesetzt, ne? Ach, guck mal, hier ist der nächste Geheimraum. Ach nee, da waren wir gerade drin. Ja. Nevermind, bin doof. Okay. Oh, okay. Ja, ist ja gut jetzt. Okay, Turm. Und dann ganz schnell den anderen Müll hier wegmachen. Ja, aber also, wir müssen dann echt schauen, dass wir ungetroffen da wieder irgendwie hochkommen. Das wird sonst sehr kritisch werden. Das wird sonst sehr, sehr kritisch werden. Okay, gib mir irgendwas Gescheites. Nix ist nichts Gescheites. Ach komm, ey. Ich bin hängen geblieben an irgendwas und hab den dann nicht mehr erwischt. So. Okay. Wie habe ich den Raum jetzt zu verstehen? Kerze wäre natürlich grundsätzlich nichts Verkehrtes, aber ist selber klar, warum wir die nicht nehmen. Achso, Esau kann erstmal hier sein Dings einsetzen. Ja, und das hätte ich auch genommen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann kriegst du das auch. Du hast es dir erarbeitet. Hast du fein gemacht. Schade. Schade. Okay, ansonsten, wie gesagt, die Kerze wäre gar nicht so dumm. Die Kerze für Jakob wäre gar nicht so dumm. Wir gucken mal, wie viel Geld wir noch so zusammenbekommen in der Ebene. Ah, ich verstehe, wie das gedacht ist. Aber das muss man ja nicht machen. Das ist ja alles auf freiwilliger Basis hier. Diese Knöpfe hier zu drücken. Na, weil die Räume sind ja schon offen. Ich bin ganz ehrlich. Wozu zahle ich immer in die Donation-Maschine ein, ne? Also dann kann ich mir auch das Geld mal rausholen. Hat er sich gerade... Freund, du hast mir meine 15. Münze gerade geklaut. So, die anderen kannst du dir jetzt holen. Da ist es in Ordnung. Die anderen darfst du dir holen. So, und er holt sich jetzt nämlich die Candle. Sehr schön.
kurz mal testen, wie das jetzt läuft mit der Candle. Müsste aber so laufen wie bisher auch, ne? Also ich drücke Space und kann sie einsetzen. Und dann muss ich aber gleich weiterschießen, weil sonst landet das Kreuzchen neben mir. Ich muss böse auf das Kreuzchen achten. Ich muss richtig böse auf das Kreuzchen achten. Okay. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich den Geheimraum schon verpasst habe, den anderen. Lasst mich noch mal ganz kurz einen fixen Weg zurückgehen. Ja, lol, was? Das ist ja interessant zu wissen. Hier war ein Schalter dahinter, oder was? Okay. Ja, lol. Das habe ich nicht gewusst. Sehr, sehr cool. Haben wir hier schon mal gesprengt? Haben wir hier schon mal gesprengt? Okay, dann habe ich ihn vielleicht doch nicht verpasst. Na gut. Gehen wir. Jetzt haben wir wirklich alles gesehen in der Ebene. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, zum Boss zu kommen. Und dann Abflug. Aber es wird eine XXL-Folge. Ich hoffe mit Erfolg. Erfolg wäre für mich natürlich... Es würde mir schon reichen, wenn wir die Tainted... Es ist so ein Müll mit diesen Steinen. Erfolg würde mir natürlich schon reichen, wenn wir die Tainted-Charaktere freischalten, ist klar. Ich sehe den... Ich sehe den Markt Rock. Ich versuche nur gerade möglichst vorsichtig. Ja... vorzugehen. Sehr gut. Eben! Der geht ja rüber. Ich hasse diese Dinger. Denke mal so, den hat man jetzt geschafft und dann kommt der Blödsinn nochmal. Okay, da ist der andere. Ach stimmt, ich hab ja I Can See Forever. Ja, ihn gesetzt. Richtig, da war ja was. Okay, wir spielen noch mal eine Runde, habe ich gehört. Ah, hier haben kein Geld mehr. Dann springen wir es zumindest in die Luft und können uns noch mal kurz Geld holen oder... Ne, ein Herz, das nützt uns nichts. Okay. That's it. That's all, folks. Ein Trinket haben wir ja hingelegt, richtig? Ein Trinket haben wir hingelegt. Ich gehe jetzt einfach so hoch. Ein Trinket müssten wir hingelegt haben. Wenn ich das jetzt nicht finde, bin ich aufgeschmissen. Aber ich meine, es war in der Marm-Ebene. Yo. Der gönnt nochmal richtig. Apple of Sodom. Ich guck ganz kurz nach, ob es besser ist als das Feuerzeug. Apple of Sodom. Apple of Sodom. Picking up red hearts has a high chance to spawn 1-4 blue attack spiders. Instead of giving you health back. Nee. This effect also works while fully healed. Ach so. Ah, okay. Solange ich mit blauen Herzen unterwegs bin, kann ich es mitnehmen, weil dann kriege ich garantiert Spinnen. Okay. Dann ist das eine andere Geschichte. Dann ist das besser. Weil dann kann er jetzt immer rote Herzen aufsammeln. Können wir machen. Habe ich nichts dagegen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das jetzt mit Hämatemesis kombiniere. Aber nee. Klingt für mich nicht vernünftig. Klingt für mich gerade aktuell nicht vernünftig. Okay. Wie viele Fliegen oder Spinnen kriege ich jetzt für dieses rote Herz? Oh, nice. Das sind schon einige. Und ich meine, die machen ja auch nochmal schön Damage.
Wir kommen jetzt am Anfang, kommen wir jetzt recht schnell hier durch. Schauen wir mal, wie das läuft. Ich bin gespannt. Könnte praktisch sein. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Was lasse ich jetzt dafür hier? Priestess oder The Sun? Oh Mist, ich muss eine Karte hier lassen. Ich muss eine fucking Karte hier lassen. Es ist richtig schwer gerade. Es ist richtig schwer gerade, ne? Auf jeden Fall nimmt er den Crack hier mit, dass ich ihn nicht versehentlich einsetze, weil das dürfte mir nicht so schnell versehentlich passieren. Dass ich Shift und Q drücke, dürfte mir nicht so schnell passieren. Dann ist nur die Frage, nehmen wir Priestess oder The Sun mit? Heilung oder Damage? Heilung wäre wahrscheinlich mächtiger, ne? Vor allem, ich schieße halt mit, gerade mit Jakob, werde ich halt eh nicht so auf Damage, weil, ne, es ist ja, ich bin ja mehr auf dieses Ding konzentriert. Wir machen es mal so. Wir machen es mal so. Und er hat an sich eh schon ziemlich krassen Damage, so, das ist das Ding. Nein, shit, doofer Treffer. Oha, 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 oha. Nochmal eine High Priestess. Nochmal eine Fool, okay. Ringwurm, nein, den will ich nicht. Pink Eye wieder, okay. Nein, jetzt hat... Oh, nee. Er braucht den. Wobei es egal ist, wer das eigentlich nimmt, dieses Trinket. Ist eigentlich egal, wer das trinkt. Nee, ist nicht egal, weil er ihm bringen die Poison Shots nichts. Jetzt hat er The Fool. Mein Gott. Wo ist der Crack Key da? So, jetzt hat er den Crack Key. Ich sau will das hier haben. So. Alter, ich krieg zu viel mit dem ganzen Schmarrn, der hier rumfliegt. Können wir das mal alles ein bisschen verteilen? Danke. So, was ist das für eine Karte? Ah, ich hatte das Sand schon in der Hand. Passt alles, ich habe Crack Key. Ich habe. Ja, 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 so passt alles. So, und dann sammelt Esau jetzt noch das hier ein. Sehr gut. Was eine Geburt, ey. Was eine schwere Geburt. Okay. Ah, ich hätte auch einfach rausgehen können, dann wäre es ordentlicher geworden. Okay, nächster Raum. Ah, es wird herzenstechnisch kritisch, aber ich hoffe, wir schaffen es bis zum Freischalten von den Tainted Charakteren. Das wäre schon so mein Ziel. Das würde mir schon genügen. Das habe ich jetzt mit den Nägeln mal gemacht. Was liegt darum? Danger Charge klingt irgendwie ungünstig. Ich guck's aber mal kurz nach. Hairpin. Afterbirth plus Trinket. Pulley recharges your active item at the start of each boss fight. Ach so. Okay. Hätte man jetzt ein wichtiges active item, dann wäre es natürlich doch nützlich. Ich habe nichts gesagt. Das ist vor allem, oh, das ist saupraktisch, wenn man immer sagt, so, man hätte gerne das Book of Belial oder sowas. Hätte man immer gerne voll. Das wäre für solche Situationen perfekt. Okay, und weiter nach oben. Wir sind auf einem guten Weg. Ach, lol, ich merke das jetzt erst. Man geht wirklich den Weg zurück, den man gekommen ist. Ich dachte so, man geht definitiv dann durch Dings zurück. Das heißt, ich könnte hier auch Trinkets liegen lassen. Gut zu wissen. Habe ich vorher nicht gewusst. Okay, wir gehen wirklich den Weg zurück, den wir gekommen sind. Das ist sehr gut zu wissen. Das heißt aber auch, wir müssen jetzt durch Downpour, ne? Oh Gott, ich hoffe... Ich hoffe, da wird es jetzt nicht schlimmer am Ende. Wenn wir in Downpour... Oha! Oha! Ich hoffe, dass wenn es nicht dann richtig krasse Viecher...
Das könnte natürlich nochmal eine interessante Geschichte gleich werden. Ja, weil dann haben wir nämlich diese... Oha, dann haben wir Gegner, die wir noch nicht kennen. Yikes. Was ist das denn jetzt hier? Aber wir haben die optimale Waffe, um ganz schnell die Räume zu verlassen. Ja, shit, der Treffer war ärgerlich, aber... Und hier geht's nicht mehr weiter, ne? Ah, shit. Dann muss man hier durch. Musst du da irgendwie rüberkommen? Ihr könnt mich mal. Okay, da geht's weiter. Ja, wäre ich gleich hier durchgegangen, aber das weiß man halt vorher nicht. Okay, wir müssen böse auf Esau achten. Wir müssen böse auf Esau achten mit der Energie. Oh, ist das scheiße. Jetzt muss ich durch die Cave. Oh nein, damit habe ich nicht gerechnet. Weil es kommen hier die krassen Gegner. Ja, ja. Oh Gott, der macht Explosionen scheiße. Haben wir alles? Wir haben alles weg, ne? Okay. Boah. Okay, nice. Endlich mal was gefunden. Ich gehe kurz raus, dass der Gegner weg ist. So. Was haben wir hier? Bombs Aki, nein, das braucht man. Ja gut, jetzt habt ihr es wahrscheinlich eh ausgelöst. Wurscht. Okay. Jetzt kann man nur hoffen, dass hier nochmal was Cooles kommt. Ja! Ja! Holy shit. Wer nimmt das jetzt am besten mit? Oha, der Nagel da drüben. Cool. Wer nimmt das denn jetzt am besten mit? Es gilt ja nicht für beide. Es gilt ja nicht für beide. Es gibt ein Soul Heart vorher dazu. Dann, ja, soll's Esau nehmen. Passt schon. ...25% Chance, dass ein Treffer, dass ich nicht getroffen werde. Oh Gott, die sind freundlich, die um mich rum, oder? Sind die freundlich um mich rum? Die wirken freundlich. Shit, der Raum ist useless. Kommen wir da durch, ohne Schaden zu nehmen? Yes. Okay, jetzt würde ich die Herzen gerade nicht mehr einsammeln für die Spinnen, weil langsam geht's in die blauen Herzen bei Jakob rein. Und das ist dann ein bisschen kritisch zu sehen. Okay. Ich glaube, einen zweiten Calls besuchen bringt gar nichts. Das wäre dann, wenn dann eh der klar. Oh mein Gott. Links oder rechts? Scheiße. Was? Wo? Was? Was hat mich getroffen? Wieso treffe ich den da unten nicht? What the heck war das denn jetzt für ein Müll? Okay, gib mir blaue Herzen. Spawn was Gescheites. Das ist diese Leine. Aber die ist... Nee, die ist für mich komplett useless. Okay, hier ist der Strahl. Zwei Ebenen noch. Nee, oh nein, nicht noch zwei, es sind noch mehr. Scheiße.
Oder war das nicht, wo wir mit der XL-Ebene angekommen? Kommen wir jetzt nicht in Basement 2 raus? Oder, also Downpour 1 hatten wir doch gar nicht, oder? Hatten wir Downpour 1? Ich weiß es schon gar nicht mehr, wo, welche Rand das war. Wir haben so viele Runs gemacht in dem Part. Shit. Was habe ich denn da liegen lassen? I Can See Forever, ja, die nutzt mir jetzt richtig viel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir jetzt alles weg? Hier würde ich gern einfach raus, einfach raus, einfach raus. Sehr schön. Den Raum sollten wir hinkriegen, ohne großartig Probleme zu bekommen. Wenn wir jetzt hier aufpassen. Oh, vorsichtig. Okay, sehr schön. Die Chocolate. Was macht die Chocolate als Trinket? Causes Isaac to create poops. Dann können wir darauf verzichten. Oh nee, es geht immer noch weiter. Aber das ist ein einzelner Gegner. Wenn ich aufpasse, kann ich dem gut ausweichen. So, hol dir das. Blaues Herz. Auch keine Schlüssel, ich brauche blaue Herzen. Runter oder rechts? Falsche Wahl. Wir probieren es erstmal rechts. Auch falsche Wahl. Da ist noch einer. Ich sehe vor lauter Familias und ich sehe da was. Ich sehe da was. Oh mein Gott. Oh yes. Bitte gib mir was Gescheites. Alles, das wollte ich nicht. The Lovers. Naja, wir können The Lovers ja mal einsetzen. Hä? Ich darf gerade gar nichts mehr. Er soll die haben und Jakob soll jetzt The Lovers kurz einsetzen. So. Ach Gott, ich muss die richtige Taste drücken. Spacebar ist Lovers. So. Das war, worum es mir ging. Ey, wenn ich versehentlich den Crack Key einsetze, ich raste so aus. Jetzt müssen wir trotzdem durch die blöde Spinnenraum durch. Das machen wir jetzt aber, das machen wir jetzt aber mit den Nägeln. Okay. Passt. Yes! Zwei Ebenen noch. Zwei Ebenen noch. Oh, meine Fresse. Hey. Aber jetzt kommen wieder bekannte Gegner. Jetzt kommen keine unbekannten Gegner mehr. Noch irgendwas irgendwo? Ach, da unten. So, die Herzen lassen wir erstmal liegen. Die Herzen sammle ich nachher ein, wenn wir die Ebene geklärt haben. Und ich einen guten Rückweg haben sollte. Dann würde ich die Herzen einsammeln und weiter Spinnen generieren. Aber im Moment lasse ich sie erstmal liegen. So zur Sicherheit. Man weiß ja nicht, wohin es führt. Und ob wir sie noch brauchen. Ja, ja, jetzt kommt nämlich so ein Kackviech. Drecksmist! Scheiße! Der nächste Treff ist nämlich schon ein rotes Herz und das könnten wir dann wieder auffüllen, ne? Deswegen werde ich da jetzt nicht die Spinnen dafür opfern. Oder dafür Spinnen einsetzen. So. Der Raum sollte eigentlich klar gehen. Ich hatte so Angst, dass der mich trifft, ne? Holy shit. Wall Space. Wall Space. Wall Space. Schade. Okay.
Aber wir haben halt nur eine Münze. Ah. Wir warten mal noch, ob wir noch Münzen bekommen in der Ebene. Den Rest machen wir mit Nägeln, das ist leichter. Okay. So, und der Raum war ansonsten useless. Zum Glück wurden wir nicht getroffen. Okay. That's it. Wir sind raus. Wir sind raus. Wir haben die Tainted Charaktere freigeschaltet. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich meine, wir werden niemals mit dieser Ausrüstung, die wir haben, jetzt da Dings schaffen, ne? Das ist auch gar nicht das Ziel. Dafür haben wir viel zu wenig HP und alles und... es ist Quatsch. Es ist kompletter Quatsch. So, du kannst noch Münzen sammeln. Die will ich nicht sammeln, die kriegst du. Ein Schlüssel bringt mir nichts. Schlüssel kannst du behalten. Cool. Dann nicht. Er wollte nicht. Wer nicht will, der hat schon. Und nochmal ein Item. Hey, ich bin Mother geworden. So. Cracked Key. In die Tür. Und wir haben Tainted Jakob freigeschaltet. Und damit Challenge Nummer 44. Oh, okay, das war sogar eine Challenge. Das heißt, ja, jetzt hat der den. Der braucht aber den. Andersrum, oh mein Gott, andersrum, Freunde, andersrum. Andersrum. Er die Giftschüsse. Er, ja gut, nee, eigentlich will ich jetzt ja... Na, jetzt ist eigentlich egal. Und dann so rum. Das Sand für ihn, weil er mehr rote Herzen hat. Es wird jetzt so oder so komplett schief gehen, aber es ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Scheiße. Direkt reingerannt irgendwo in so eine Scheiße. Ja, komm. Was war das denn? Das war ja frech. Ja, ist in Ordnung. Wir haben zwei geschaltete Tainted-Charaktere. Das ist okay. Danke fürs Zuschauen. Extra longer Part für zwei Charaktere. Und tschüss.